Trying not to lose my head. So. Gut. Heute wird's anstrengender, glaube ich. Ich war nicht im Fitnessstudio, jetzt habe ich noch Power. Ich möchte auf jeden Fall laufen. Heute mehr als gestern. Und ich habe die Übungen so eingestellt. Hi Sabrina. Ich habe die Übungen so eingestellt, dass wir häufiger was machen, aber weniger von der Dauer her. So. Und wie gestern auch. Zwischen allen, also ich habe 4 Durchgänge, zwischen jedem Durchgang würde ich gerne 25 Liegestütze machen. Was ihr halt macht, wenn ihr lieber Push-Ups macht, dann macht Push-Ups, wenn ihr... Push-Ups ist richtig. Oder macht halt irgendeine andere Übung in der Zeit. So. Und gestern sind wir beim Stehend, haben wir gestern angefangen mit Laufen. Ich glaube, dieses Mal fangen wir mit dem Boden an. Ich weiß nicht, was ich heute eingestellt habe. Ja, extra ein neues Profil angelegt. So. Passt. Ja, wir sind am Laufen, aber zuerst machen wir die Liegestütze, damit wir auf 100 kommen. So, Ton muss ich, glaube ich, ein bisschen leiser machen noch von meinem Mikrofon. So, ja, passt. Also jetzt runter auf die Knie. 25. Danke fürs Teilen. Teilen hilft. Danke fürs Teilen. Teilen. Hi Sonja. Schau, diesmal habe ich es gesehen. Gestern war es leider Wie kann der so verknotet sein? Das gibt's ja nicht. Und hallo Henry. Gut, also falls ihr mitgemacht habt, seid ihr jetzt schon ein bisschen warm. Start. So. Keep your posture straight. Hi Mike. 3, 2, 1, go! Gut, stretchen machen wir nicht, weil wir ja warm machen hier mit Laufen. Reicht. Hallo Joanna. Heute machen wir uns warm mit ein bisschen Strecken. Also ich habe, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, ich habe da eben erzählt, ich habe jetzt die Übungen so angepasst, dass wir häufiger Übungen machen. Also häufiger Squats, häufiger Seitdrehung da, aber dafür kürzer.
Weil mir das gestern zu lang war. Zu langweilig dann. Er liebt ja die Abwechslung. Hi Markus. Ja, und es lag nicht nur an mir, es lag auch am Ringcon, dass es gestern nicht funktioniert hat. Beziehungsweise an der Pin seiner Einstellung. Ich habe ihn jetzt auf mich angepasst und schon läuft's. Machst du ganz toll. Und runter. Hey Dave. Hi Jenny. So, da ist der Ton wieder. Zu wild geschüttelt. So, Brust raus, Bauch einziehen, Joanna. Wer macht noch mit? Bauchmuskeln anspannen. Also für alle, die gerne mitmachen würden, aber keinen Ringcon haben, ich habe mir einen gekauft im Hofer, also im Aldi. Im Lidl gibt es aber auch welche in der Fitnessabteilung. Einfach so ein Pilates-Ring, der kostet 5,95. Also zumindest habe ich 5,95 bezahlt. Aber im schlimmsten Fall kostet er einen 10er.
und den könnt ihr nicht so gut drücken wie den Rincon von Nintendo, aber es reicht. Man kann ihn drücken. Ist auf jeden Fall eine günstigere Alternative, auch wenn der mal bricht. So, jetzt geht's los. Erster Durchgang ist Beine. So. Gestern haben wir im Durchschnitt 23 gehabt. Okay, let's move. Nice. Ja, da hat schon einer. Ich glaube, der Chat hängt wieder. Weiß nicht. Muss ich gleich mal aktualisieren nach der Übung. Na, viel besser mit nur 10. So. Aktualisieren wir mal. Sabrina ist auch noch dabei. Mitmachen, sehr schön. So, Sidestep. Da lege ich das Headset weg. Gut, dann laufe ich das nächste Mal schneller. Grüße. Wieder die falsche ausgewählt. Zu blöd, um irgendwas richtig zu machen. Try pointing me down, pressing in, and holding. Great effort. All right. Doing great.
move super energetically. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Use a full range of motion for maximum effect. Uno. Dos. Halfway there. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. 10 more. Dos. Uno. Dos. Uno. 5 more. Dos. Uno. Dos. You made it! Knee lift. Move super energetically. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Knee lifts can help with abdominal training as well. Left, right, left. Halfway there. Right, left, right, left, right. 10 more. Left, right, left. 5 more. Right, left, right. You made it. Okay, let's move. Point your toes straight ahead. Knee. Great! Nicely done! Okay! Excellent! Fantastic! Good job! Sharp! Okay! Excellent! Fine work! Amazing! Very nice! 5 more! Nice! All right! 3! Fantastic! Well done! Awesome! 1 left! Okay! Perfect! All right, let's move. Drop your hips. Let's begin our
your paw. Ah, okay, ich hab Mikrofon da wieder draußen. Gut. So, jetzt runter auf den Boden und blank. Verpasst hast nix. Ich habe nur gemeint, dass es jetzt übel wird von den Übungen. Jetzt kommen die ganzen Bodenübungen. God eat. Runter. Okay, let's go. Go. Don't support und too runter. Much body weight with your arms and shoulders. So. Yes. Yes. Und good runter. Job. Yep. Perfect. Okay. And down. And climb more. Nice. And down. Awesome. Excellent. And down. Three. Fine work. So. Bein zur Brust. Ich hoffe, jetzt kannst du mich wieder hören. Ja, ist wieder saulaut bestimmt. So. Da hinten passt. So. Rinkon weg. Abstützen. Ah. Gott. Okay, let's go. Hoch. Runter. So, war viel besser als gestern. Beine hoch. Da gehen wir auf die Seite. Was hast denn? Wenn du die Knie anwinkelst, hast noch mehr Bauchmuskel. Und wieder blank. Zack. Zurück. Sehr gut. Kann dich nicht mehr hören. Immer noch nicht. Na, ist nur noch nicht aktualisiert. Warte, ich aktualisiere nochmal. So, warte. Lefe. So. Da jetzt. Sehen sich das ebenfalls. Okay, passt. So. Hoch. Sorry. Job. Fantastic. Neat.
scissors. So, eine Schere ist einfach. Das kriegen wir alle hin. Oh. Cross your legs first. So. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, this will target your ass. Uno, dos. Halfway there. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ten more. Uno, dos. Five more. Uno, dos. Uno, dos. You made it! Oh, da war ich schlecht. Scheiße. So. Für die Ladies. Okay, so schau, das kann ich wieder nicht. Weiter kriege ich meine Beine nicht auseinander. Geht aber gut auf den Oberschenkel. Schau, wie die Beine zittern schon. Bergsteiger. Okay, let's go. Be careful not to overextend your knees. Good job. Great. Perfect. Great. Five more. Fine work. Keep it up. Yes, yes. Three. Neat. Awesome. Nice. One left. Nice. You made it. Und noch 12 mal Beine. Leg raise. Okay, let's go. Target your abs with this. Yes, yes. Good job. Excellent. Okay, five more. Okay, nicely done. Very nice. Three. Nice. Nice. Great. Awesome. One left. Okay. Let's begin our static stretching. You won't need the ring pod. Be mindful of your body and stretch within the range of your. Wieso schaut die Kleine nicht mit zu und sagt, schau, wer das ist? And loosen up. Bend your body forward to stretch your back. Jetzt machen wir keine Liegestütze. Oh, bei uns ist Unwetter. Bist du deppert?
Oh, da kommt gute Luft. Niemals waren das nur 22 Kalorien. Also macht euch da nicht verrückt. Das waren definitiv über 100. So. Jetzt machen wir eine Runde gemütlich für die Arme. Und danach ist wieder Liegestütze. Die Liegestütze werden dann härter. Da hat die Joanna einfach die Beinübungen gecheatet. Ich wette, sie hat der Kleinen im Vorfeld gesagt, dass er jetzt stören muss, wo die Beinübungen kommen. So, bisschen in die Knie. Sieht man die Presse? Ja. Und alles geben, was man hat. So, dass die Adern rauskommen. Und Bauch einspannen. Immer Bauch anspannen. Bei jeder Armübung. Bei euch regnet es auch, Markus. Ja, also ich hoffe, dass es nicht hagelt, ehrlich gesagt. So. Bogen ziehen. So, Füße, schulterbreit auseinander, check. Und ziehen. Und los. Ziehen. Ellenbogen hoch, auch darauf achten, dass der Ellenbogen rechter Winkel hat zur Schulter. Und den rechten Arm so weit nach vorne wie geht. So, habe ich jetzt beim letzten Mal falsch gemacht? Also untenrum bleibt stehen. Als würde Brad Pitt euch auf den Arsch schauen und ihr wollt den Arsch nicht wegdrehen. Und noch 10, komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so. Und wieder aufgehört, das Unwetter. So, Overhead Shake. Ja. Shake, shake, shake. One,
So, das ist wieder von ganz am Anfang. Das Laufen mit den Armstrecken. Und den Kniebeugen. Damit wir auch da ein bisschen Knie dabei haben. So. Und Bauch einziehen und richtig die Arme hoch. Es muss, da muss es wehtun. Das müsst ihr spüren. Oder da. So, ganz schnell für Joannas Papa.
So, warte mal kurz. Oh, das ging ganz schön auf die Oberarme. Ich habe noch parallel. Ich habe noch versucht, so gut es ging, zu strecken. Also das Ding auseinanderzuziehen. Aber das ging so auf den. Da, weiß nicht, wie es heißt. Über dem Gelenk. Wir können ins Discord, also wenn du das nächste Mal dabei bist, gehe ich gerne ins Discord, da können wir miteinander reden. Gar kein Problem. Oder du kommst mich besuchen und wir trainieren gemeinsam, was mir das Liebste wäre. Ja, was ist denn? Achso, ich muss... Ah, die Linke. Wieder nicht gelesen. Ja. So, nochmal unten pressen und dann nochmal pressen. Dann haben wir uns ein bisschen erholt für den letzten Durchgang und die 50 Liegestütze, die noch vor uns sind. Das kleine Minispiel noch zum Lockern. Drücken und schlagen. Drücken und schlagen. Drücken und schlagen. Ganz easy. Und ein bisschen Timing. Oberarme wieder im rechten Winkel, also die Ellenbogen. Ah Mann, das war blöd. Das hat uns den Höchststand gekostet. Ja, fuck. Jetzt bin ich enttäuscht. Puh, so, wieder was trinken, während der da vor sich hin stretcht. Und dann Liegestütze gleich, 25, wenn ihr noch könnt. Body and stretch within the range of your ability. Use your right hand to pull back the fingers of your left hand. While arching back your left wrist, stretch your left arm forward.
Now do the same on the opposite side. Take care not to bend the elbow of the arm you're extending. Bring yourself back slowly. Raise both arms and pull down on your left elbow. Stretch your upper arms while pulling your elbow downward. Now do the same on the opposite side. Stretch slowly and don't hold your breath. Bring yourself back slowly. Join your hands together in front of you. With your palms facing out, stretch out your back. So. Bei dir geht eher schwer, aber Freitag wäre Discord super, okay? Okay. Ja, können wir machen. So, letzter Durchgang dann. Squat, Sidestep, Knie, also eine Kombination aus beidem. Mit nochmal ordentlich laufen zum Schluss. Nochmal 3,5 Minuten zum Schluss. Nachbarn freuen sich. Keep your posture straight. 3, 2, 1. So. Joanna sagt 90 Grad Winkel von Knie zu Arsch. Sidestep. Sidestep. Move super energetically. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Be sure to extend your back. Uno. Dos. Uno. Halfway there. Uno. Dos. Uno. Dos. Ten more. Uno. Move super energetically. Right, left, right, left, right, left, right, left, right. This will work your glutes. Left, right, halfway there. Left, right, 10 more. Left, right, left, 5 more. Right, left, right. Nice move. Side bend. Okay, let's move. Be sure not to bend your lower back when you raise your arms. Well done. Nice. All right. Amazing. Good job. Nicely done. Bye.
mountain climber. Move super energetically. Left, right, left, right, left, right, left, right, left. This exercise uses muscles all over your body. Right, halfway there. Left, right, left, right, left. 10 more. Right, left, right. 5 more. Left, right, left. You made it. Endspurt, noch 5 Übungen. Tut mir leid, heute ist es offensichtlich zu viel mit Überarm für dich. Freitag machen wir da weniger, Joanna. Er nimmt Rücksicht. Hi, Nancy. Well done. Schön, dass du da bist. And return. Das klappt heute nicht. Great. Da war ich zu, habe ich vorhin gepresst schon. Great. Beim Einstellen. Perfect. Offensichtlich. Right off. Good. Stay focused. So. Nochmal Arme. Ja. Okay, let's go. Engage your inner thighs as you push. Great. Well done. Amazing. Nice. Wonderful. So, nochmal Hüfte, dann falle ich um beim Baum und dann Abschlusslaufen und die 25 Liegestütze. Was hast du denn? Hallo? Verkehrt rum. Der Harald. Grüße. Möchte auch mitmachen für die nächsten 3 Wochen, 4 Wochen für Sommerfitnessfigur, für den Badesee, damit die Mitarbeiter neidisch werden, wenn er sich auszieht beim Mitarbeiterfest. So, das kann ich nicht, das habe ich nur als Gag mitgenommen. Aber vielleicht kann ich es ja mittlerweile. Aber ich kann es schon mal. Okay, das kann ich nicht. Und hingefallen. Ja, Arschlecken. Na schau, rechts kann ich's. Bestimmt. So, wo muss ich hin switchen? To the right. Besser auf jeden Fall. Mann.
Zum Schluss ging's einigermaßen. Warum Englisch? Weil es ein Pin seines Switch ist und er hat es auf Englisch gestellt und ich wollte es dann nicht umstellen. Außerdem sagte er eh nur exzellent und du bist so toll. Ich möchte dich heiraten unbedingt, aber nicht freitags. Drop your hips. Stur-victory! Das geht schneller. Ich habe unten drunter doch Leute wohnen, Harry. Wir sind jetzt so viel gelaufen. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass die sich beschweren. Weil die andere, die vorher unten unter mir gewohnt hat, die hat schon dezent gesagt, naja, machst wieder Sport, weil die haben das immer gehört. Und ja, eigentlich würde ich gern noch ein bisschen da wohnen bleiben. Na, Sabrina, sieht auch wieder zu. Oder überhaupt, wieder. So. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir noch die 25 Liegestütze machen zum Abschluss. Wir haben 20, 34, da haben wir da keinen Squat, nein. 44 Squats, dann machen wir jetzt noch 6 Squats, komm. Dann haben wir die 50 voll. Suchen wir uns jeden Tag eine Übung aus, die wir voll machen müssen dann. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja komm, machen wir auf 10, 7, 8, 9, 10. So, die Liegestütze noch und dann haben wir's. So, 25 noch. Dann haben wir 100 Liegestütze heute auch gemacht. Also darf sich keiner beschweren, dass wir alt sind und schwach. Geh da hoch. Erst geh bitte. Ja.
Der mag mich nicht. So, da sind wir. So, da haben wir noch eine Frage gehabt. Die Nancy. Wonach gehst du da? Wie viele Kalorien du machen willst oder was? Ah, na, da genau, können wir noch sagen. Also, ich bin ja jeden Tag im Fitnessstudio. Ziemlich, also so 6-mal die Woche. Und da mache ich hauptsächlich Brust, Oberarme und bisschen Cardio, wenig mittlerweile. Und Schulter. Aber die Bauchmuskeln, die kriege ich nicht hin im Fitnessstudio. Da habe ich eine Übung, wo ich halt so mich festhalte und davon übergehe. Das mache ich ganz, ganz normal. 30 Kilo, 40, 4x10 Übungen. Dann mache ich nochmal 4x10 mit 15, damit ich noch ein bisschen weiter runtergehe. Und es klappt nicht. Und da die Übung, wo ich auf der Bank bin und Push-Ups mache, da reibt sich hier jedes Mal, da siehst du den Knochen ein bisschen. Und der reibt sich dann durch, wenn ich auf der Bank bin. Und ich kann es 2-mal machen, 50 Push-Ups, Pull-Ups. Also 50 Stück, 2-mal, 2 Tage und ich bin aufgescheuert hinten. Das ist voll scheiße. Deswegen kriege ich irgendwie keine Bauchmuskeln hin. Und bei Ring Fit habe ich damals gesehen, da hat alles andere nicht geklappt. Also Arme, Brust, geht's halt nicht. Aber Bauchmuskeln von den Beinübungen geht. Ich könnte dieselben Übungen natürlich auch im Fitnessstudio machen, aber da hinten, der Freibereich hinten, sind halt die ganzen Frauen, die Übungen machen, damit Beine auseinander und wieder zusammen und so. Und wenn ich mich da dazwischen lege, ich schaue ja dann in den Spiegel rein und schaue denen im Prinzip in die Augen die ganze Zeit. Oder auf die Brüste oder wohin sie halt denken, dass ich hinschaue. Und das ist mir unangenehm und ihnen unangenehm, deswegen mache ich das nicht. Jetzt habe ich gesagt, bevor das Schwimmbad wieder losgeht, einfach wieder ganz normal 30 Tage lang ringfit und dann sollten die Bauchmuskeln, die ja eh schon da sind, nur halt nicht so ausdefiniert, sollten dann ausdefinierter sein für ein Schwimmbad. Ja, falls das die Frage war. Kalorien schaue ich gar nicht mehr. Habe ich zum Abnehmen aber geschaut, kann ich nur empfehlen, die Yazio-App runterladen, die ist gratis und halt wirklich jedes Gericht eintragen, das du isst. Und dann schauen, dass du am Tag halt 200 Kalorien unter dem bist, wo du sein sollst. Das, wenn du Sport machst, du kannst da deine Fitnessuhren und so verknüpfen oder Google Fit habe ich verknüpft. Und wenn du dich bewegst, dann addiert es zusammen und dann habe ich halt einfach geschaut, dass ich von den Kalorien her weniger habe, als ich verbraucht habe. Also, na genau. Und dann geht es automatisch mit dem Abnehmen. Also ich habe gar nicht aufs Essen geschaut. So, Liegestütze. 25. Oder machen wir so weit, wie wir kommen. Vielleicht schaffen wir auch 40. So, 30 waren dann doch genug. So, dann morgen wieder, 19.30. Ach, 19 Uhr. Ganz brav, Sabrina. Ich habe durchgehalten, war ganz schön anstrengend. Jetzt gehe ich duschen. Und an mich denken beim Duschen. So. Freut mich, Nancy, dass es dir gefällt. Yazio. Warte. Ah, na, ja, ich poste auf Insta einen Screenshot von der App. Aber ich kann es auch kommentieren. Hi, Melanie. Ja. Yazio. Warte. Ja, doch, so wird es geschrieben.
Die ist gratis, grundsätzlich. Sie würden aber gern von dir Geld verlangen fürs ganze Jahr. Das kostet 20. Aber wenn du Nein sagst, sie fragen jeden Tag und irgendwann sagen sie, ey, 60 Cent pro Monat, ey, das ganze Jahr 5 Euro. Und dann kannst du zuschlagen. Weil sie ist, du hast dann Rezepte noch dabei und deine Nährstoffe werden besser getrackt, wenn du das Premium hast. Also ich habe es jetzt erst abgeschlossen für Ringfit, wieder für 99 Cent im Monat. Also und noch Rabatt, also 11 Euro irgendwas hat es gekostet. Von daher, das geht. Sollst nicht so keuschen, sagt Papa. Ja. Ich hoffe, der hat auch Sport mitgemacht, der Papa. So. Tschüss und bis morgen. Kuss aufs Auge.